Ja, hallo. In dem Video soll es darüber gehen, was brauche ich, um mit den Modden zu beginnen. Nun ist es so, wenn man sich jetzt Skyrim gekauft hat, ich rate davon dringend ab, die andere Version in Anführungsstrichen sich zu holen, weil da könnte es Probleme geben mit den aktuellen Mods. Mit der anderen Version, glaube ich, wisst ihr, was gemeint ist. Wenn ich mir jetzt Skyrim geholt habe oder ich möchte mit dem Modden beginnen, was tue ich eigentlich als erstes? Das ist die große Frage und so stellte sich mir einst auch die Frage, als ich mit dem Modden begonnen habe in Skyrim. Als erstes, was wir brauchen, ist natürlich Steam. Dieses benötigen wir, um an Skyrim ranzukommen. Wir installieren nun Skyrim und die Version unserer Wahl, wobei ich hier aber in diesem Video über die Special Edition berichten möchte. Einmal Skyrim installiert, so starten wir Skyrim einmal über den normalen Weg mit dem Launcher. Skyrim wird nun Einstellungen vornehmen, die zu eurem PC einmal passen. Dies heißt zu der entsprechenden Hardware, die bei euch verbaut ist. Und des Weiteren, was ganz wichtig ist, was im Hintergrund passiert, Skyrim wird diverse Dateien auf eurem Computer anlegen, die nachher essentiell sind, wenn es ums Modden geht. Haben wir diesen Schritt abgeschlossen, verlassen wir Skyrim wieder und der nächste Schritt, den wir dafür zum erfolgreichen Modden unternehmen, ist jetzt den Skyrim Script Extender zu installieren. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr diesen herbekommt, werde ich unter dem Video einen Link bereitstellen, wo ihr diesen dann runterladen könnt. Installiert den Script Extender. Und dann geht es auch schon weiter zum nächsten Schritt. Für all diejenigen, die wissen möchten, warum der Script Extender so wichtig ist, dies ist der Fall, weil sehr viele Mods dieses erweiterte Script benötigen, um überhaupt erst zu funktionieren. Nächster Schritt ist jetzt den Mod Manager eurer Wahl zu installieren. Dies kann einmal der Vortex Mod Manager sein oder auch der Mod Organizer 2. Ich selbst war früher einmal Vortex-Verfechter, bis ich dann gemerkt habe, wie besser organisiert der Mod Manager 2 in meinen Augen ist und bin dann umgeschwenkt auf den Mod Organizer 2. Ich will euch da nicht reinreden, jeder muss da seine persönlichen Erfahrungen sammeln und für sich dann selber festlegen, was er favorisieren tut. Ja, der nächste Schritt, den wir jetzt machen werden, ist einmal das Sky UI zu installieren. Ja, warum machen wir das? Einmal ist Sky UI die Voraussetzung von vielen anderen Mods. Und zweitens, aus persönlicher Erfahrung her, wenn wir diverse andere Mods installieren und diese in unserem Inventar abgelegt werden in Form von Gegenständen oder Zaubern, ist dies eine deutlich bessere Möglichkeit, diese zu starten oder Einstellungen an diversen anderen Mods vorzunehmen. Nun sind es gar nicht mehr so viele Schritte, die wir benötigen, um unser Skyrim Mod Ready zu machen. Und als nächster Schritt, den wir nun tun, ist einmal der Skyrim inoffizieller Patch. Diesen werden wir jetzt installieren. Alle Mods, die ich hier anspreche, werde ich unterhalb des Videos noch einmal verlinken, um euch die Möglichkeit zu geben, diese zügig zu bekommen und zu installieren. Ja, warum installieren wir nun diesen Patch? Hat verschiedene Gründe. A, auch wieder eine Voraussetzung für viele, viele andere Mods. Zweitens wird dieser Patch
auch bewirken, dass viele Bugs im Spiel korrigiert werden. Außerdem sind viele Mods darauf ausgelegt, dass sie diesen Patch installiert haben, da sie sonst nicht funktionieren oder einfach, was das häufigste Ergebnis sein wird, euer Spiel zum Absturz bringen werden. Nun kann man sich natürlich sagen, wird durch die ganzen Updates, die ab und zu mal kommen, durch Bethesda, werden dann nicht diese Bugs eliminiert. Und da kann ich euch eindeutig zu sagen, nein, werden sie nicht. Bethesda ist da nicht so, wenn diverse Updates kommen sollten, dann wird dies in dem Shop geschehen, damit sie noch ein bisschen mehr an Geld umsetzen können. Bugs und diverse andere Fehleinstufungen oder Fehler im Spiel werden nicht durch Bethesda behoben. Ob die Firma daran kein Interesse hat oder was, habe ich keine Ahnung. Aber da Skyrim eine extrem starke Mod-Community hat, wurden durch diese Community diese Fehler ausgemerzt. Vielen lieben Dank dafür. Nun kommen wir zum allerletzten Teil. Dieser basiert auch wieder mal auf persönlichen Erfahrungen. Ich selbst habe mein Skyrim schon sehr, sehr oft gemoddet, da dieses entweder komplett abgestürzt ist oder ich so viele oder inkompatible Mods installiert habe, dass ich mein Skyrim total zerschossen habe und dadurch alles neu machen musste. So habe ich mir jetzt als letzten Mod, der in mein Auge ein ultimativer Muss ist, für Alternate Start entschieden. Ja, warum habe ich mich dafür entschieden? Ganz einfach. Wenn ihr mit dem Modden beginnt, solltet ihr nicht 20 Mods auf einmal installieren und dann das Spiel starten. Es ist viel angebrachter, dass ihr ein bis maximal 5 Mods auf einmal installiert, dann das Spiel startet, um zu schauen, ob euer Spiel überhaupt noch startet und ob diese Mods sich vertragen oder ob allgemein irgendwelche Fehler auftreten. Und da ihr nicht jedes Mal den ganzen Vorspann abspulen wollt, den es ja im Vanilla-Start gibt, bewirkt dieser Mod, dass ihr ruckzuck ins Spiel reinkommt, weil ihr Character Creation seid, oder wenn ihr schon einen Charakter kreiert habt, dass ihr dann sehen könnt, ob euer Skyrim noch wunderbar funktioniert oder ob irgendwelche Fehler aufgetreten sind. Vor allen Dingen sehr wichtig, wenn ihr Character Creation Mods installieren tut. Noch ein persönlicher Tipp von mir: Wenn ihr Mods installieren solltet, die wirklich tief ins Spiel eingreifen, die sind meistens Gameplay-Mods, bitte geht nicht nur in das Spiel rein und schaut, ob es startet und geht gleich wieder raus. Kreiert, wenn ihr Alternate Start habt, euch einen Charakter, startet meinetwegen auch durch Alternate Start einmal komplett die Geschichte, damit meine ich nicht den Vanilla Start, sondern sucht euch einfach eine andere Startposition aus, dies geht dann deutlich schneller, und schaut, ob euer Charakter sich normal bewegt, speichert einmal, ladet einmal das Spiel, und wenn es dann noch fehlerfrei funktionieren sollte, habt ihr sehr gute Chancen, dass im späteren Spielverlauf auch keine weiteren Fehler auftreten werden. Nun, diese ganzen Tipps sind aber natürlich noch kein 100% Garant dafür, dass euer Skyrim nicht irgendwann vielleicht einmal abstürzen sollte oder einfach nur einen Crash to Desktop verursachen sollte oder könnte. Es ist einfach nur eine Anleitung, damit ihr sicher beim Modden könnt und nicht, dass wenn ihr gerade 100 Mods erfolgreich installiert habt, dann das Spiel startet und merkt, da geht eigentlich gar nichts mehr. Ihr habt dann eure Zeit vergeudet und wichtige Zeit verloren, um euer Skyrim Mod ready zu machen und mit den Spielen loszulegen. Ja, das soll es von mir dann auch schon wieder gewesen sein für dieses Video.
Ich hoffe, ich konnte euch dabei ein bisschen helfen beim Modden mit Skyrim. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!